Thank you.
Halleluja. Römer 12, Verse 9 bis 16. Die Liebe sei ohne Heuchelei, verabscheut das Böse, hängt dem Guten an. In der Bruderliebe liebt einander herzlich, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer seid nicht faul, sondern seid brennend im Geist, während ihr dem Herrn dient. In der Hoffnung freut euch, in der Trübsal hart aus, im Gebet seid beharrlich. Nehmt euch der Bedürfnisse der Heiligen an, jagt der Gastfreundschaft nach, segnet diejenigen, die euch verfolgen, segnet und verflucht nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Habt zueinander denselben Sinn und setzt euren Verstand nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedriggestellten, haltet euch nicht selbst für weise. Amen. Ich möchte diese Botschaft geben mit dem Titel Einssein, Bindungen und Vampirismus. Einssein, Bindungen und Vampirismus. Ich hoffe, das Thema interessiert euch und ich glaube, wir werden profitieren, wenn wir unser Herz öffnen für diese Botschaft. Worum geht es? Es geht um fleischliche und seelische Bindungen, die sich todbringend auswirken geistlich. Und wenn wir nicht in das Einssein, das wir im Herrn Jesus Christus haben, eintreten, dann sind wir gefährdet. Obwohl die Stimme des Herrn durch uns durchdringt, kann es sein, dass die lebendige Stimme vom Herrn gedämpft wird, getrübt wird oder für uns fast nicht mehr wahrnehmbar ist. Es gibt richtige Beziehungen, die wir haben, die basieren auf dem Einssein, das wir miteinander haben, in einem Geist. Und es gibt verkehrte Beziehungen, die auf fleischlichen oder seelischen Bindungen basieren. Und da geht es um verschiedene Motivationen und Beziehungen. Es ist bezeichnend, dass wenn jemand geistlich Probleme hat, er versucht, eine Bindung mit jemandem einzugehen, der ihm Mitgefühl, Mitleid, Verständnis entgegenbringt, was er nicht braucht. Er schaut aus nach einer Bindung mit Menschen, die ihm viele Dinge versprechen und in Aussicht stellen scheinbar, die er nicht braucht. Er reicht hinein aus Unsicherheit, wird Besitz ergreifen in dieser Beziehung oder beginnt oberflächliche Freundschaften. Viele Dinge geschehen, die Bindungen erzeugen, aber eigentlich verweigert man sich dem Einssein des ganzen Leibes. Wir sollten nicht seelische oder fleischliche Bindungen mit anderen eingehen, die über das Einssein, was der Herr uns allen schenkt und darreicht, im Leib hinausgehen. Wenn wir das tun, werden wir früher oder später von diesen Bindungen, die wir aufbauen, zu Menschen frustriert und wir werden merken, dass unserem Bedürfnis nicht abgeholfen wird, unserem Bedürfnis nicht begegnet wird, dass sie uns letztlich enttäuschen werden. Aber wenn wir danach streben, ohne parteiisch zu sein, ohne Präferenzen zu haben, denselbe Gesinnung zueinander zu haben, um diese Einheit, können wir uns bitte konzentrieren, weil es wichtig ist, sonst verpasst man, was der uns sagen will, dass wir dieselbe Gesinnung zu allen Geschwistern haben, dass wir dieses Einssein in Christus leben, dass wir keinen Bruder, keine Schwester abweisen oder nicht eine Bewertung seiner Persönlichkeit uns beeinflussen lassen, sodass wir uns dem einen, also zum einen hingezogen fühlen, den anderen uns verweigern. Wenn wir das vermeiden, dann treten wir ein in das Einssein von Christus, in das Einssein von Christus. So oft haben wir uns auf einer zu niedrigen Ebene bewegt und ich glaube, das betrifft uns alle.
Der Herr will uns auf diese hohe Ebene bringen, wo wir alle in diesem Einssein in Christus uns bewegen, in dieser geistlichen Einheit, in diesem geistlichen Einssein. Und dieses Einssein hängt von den rechten Beziehungen ab, die wir untereinander haben. Wenn wir diese wahre Einheit, dieses wahre Einssein im Geist nicht haben, was passiert dann? Du gehst vielleicht zu einem Bruder, einer Schwester, die eine Not hat, oder dieser Bruder, diese Schwester kommt zu dir und bewusst oder unbewusst, eher unbewusst, will diese Person eine fleischliche Bindung zu dir eingehen. Das Resultat davon ist, dass ein Vampirgeist wirksam wird in dieser Beziehung. Das Ergebnis ist dann, dass die andere Person anfängt auszusaugen, aber sie saugt nicht das Leben Christi aus dir aus. Das wäre ja gut. Es kommt also nicht zum Austeilen des Lebens Christi, was er daher möchte, sondern es wird Lebenskraft und Energie letztlich abgezogen, abgesaugt. Es kommt nicht zu diesem gesunden Austausch, durch den sich der Leib selbst auferbaut in Liebe, Epheser 4,16. Also, und durch diese Bindung, durch diese seelische Bindung, gibt es immer das Phänomen, dass man letztlich auf Kosten vom anderen unterwegs ist. Einer ist getröstet, der andere, also du hast dir dein Problem vom Leib geredet, hast es dem anderen aufgeladen, du gehst erleichtert weg, der andere hat dein Problem noch drauf bekommen. Oder umgekehrt, es mag hin und her gehen. Aber wenn das Leben sich austeilt im Geist, fühlt sich keiner ärmer, fühlt sich keiner geschwächt, sondern im Gegenteil, der Herr erzeugt Win-Win-Situationen. Wenn sich das Leben Christi auf einer geistlichen Ebene austauscht unter uns, bleiben nur Gewinner, nur Gestärkte, nur Ermutigte zurück. Wenn Christus sich austeilt auf einer geistlichen Ebene, gibt es keine Verlierer, gibt es keine Frustration. Aber das andere ist etwas, wo dieser Vampirismus-Effekt, du weißt ja, der Vampir ist ein Blutsauger, der muss immer wieder neues Blut, frisches Blut saugen, und im Blut steckt das Leben, also muss er Leben ziehen. Ja, und dieses Problem, ausgesaugt zu werden, betrifft vordergründig, also aus Erfahrung heraus, Pastoren und Leiter. Genau, schalt man am besten das aus. Denn den Leiter oder Pastoren treten ja mit ganz vielen Menschen in Beziehung, und wenn sie nicht aufpassen, dann, ja, bitte, sie sollen vor die Tür gehen und wieder da reingehen. Das ist ganz wichtig, dass wir hier nicht die gemeinsame Harmonie unterbrechen oder stören durch irgendwelche privaten Dinge. Ja. Gut. Ich habe das sicher auch schon erlebt, gerade wenn man mit dem Dienst anfängt, wenn man nicht erfahren ist, man hat ein gutes Herz, aber man tritt irgendwo in diese seelische Ebene ein und man versucht, Menschen zu helfen, man versucht vielleicht ein paar Stunden Seelsorge zu machen und ist nachher ausgelutscht und fertig. Und es kam vielleicht zu einer seelischen Übertragung von Energie, aber nicht auf der Ebene des Geistes. Wenn wir auf der geistlichen Ebene Gemeinschaft haben, wird jeder auferbaut, wird jeder gestärkt, empfängt jeder. Und so kann es sein, wenn ein Leiter nicht aufpasst und nur austeilt und hergibt von seiner Seele heraus, von seinem guten Meinen heraus, dass er letztlich die Personen, denen er dient, aushungert. Umso mehr sie bekommen von ihm, umso hungriger werden sie, umso weniger werden sie satt. Weil satt können die Geschwister nur werden im Geist. Satt können wir alle nur werden im Geist. Sonst kannst du, sonst ist ein Fass ohne Boden, du kannst reinschütten, du kannst Taxi spielen, Mädchen für alles spielen, Betreuer spielen. Und jeder, der sich schon mal um Menschen gekümmert hat, ist auch ganz wichtig für jeden, der weidet. Wenn du nicht Christus austeilst, was teilst du dann aus? Natürlich Seele, was sonst?
Was kannst du denn sonst noch austeilen, wenn du Christus und Leben nicht austeilst? Dann bleibt nur die Seele. Und die Seele macht dich fertig nach dem Weiden. Wenn du nach dem Weiden so richtig ausgelutscht bist, dann kannst du eins mit Sicherheit wissen. Du hast nicht Leben und Christus ausgeteilt, denn das hätte dich gestärkt, sondern du hast Seele, gut meinen, vielleicht Wissen, Engagement ausgeteilt. Und der andere natürlich auf der Seelenebene gezogen. Und der andere wird versuchen, auf der Seelenebene zu ziehen. Viele wissen ja gar nicht anders zu ziehen. Sie können nur auf der Seelenebene ziehen. Aber die Frage ist, steigst du ein, lass das zu, dass der andere bei dir auf der Seelenebene saugt und zieht. Was da geschieht, ist, dass wir einander beanspruchen, wie Vampire. Wir wissen, wir gehen zu Geschwistern hin, die uns gut tun, ja, die uns was geben, von denen wir was saugen und ziehen können. Ja. Ein Vampir beißt eine der Leiche rein, weil da gibt es nichts mehr zum Ziehen, ist klar. Also irgendwie Leute, die halt viel Seelenkraft haben, vielleicht viel Charisma haben, viel Begabung haben, mit den Leuten hängt man dann ab und versucht dann auch zu ziehen und zu saugen. Aber der Herr will, dass wir einander auferbauen, dass wir einander dienen und der Leib sich selber auferbaut in wahrer Geistliebe, in warmem Geistfluss. Ja, schauen wir uns diese fleischlichen und seelischen Bindungen an, die schnell mal entstehen. Sie können vorkommen zwischen einem Pastor und den Leuten, sie können vorkommen zwischen einem Leiter und den Leuten, sie können vorkommen zwischen Ehemännern, Eheleuten, Ehefrauen, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Freunden, zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zwischen Chef und dir kann sowas vorkommen. Der Chef ist ganz happy, aber du bist jedes Mal, wenn du bei ihm drin hockst im Büro, ausgelutscht. Ja, darfst ihm nicht böse sein, er versteht es nicht besser, aber er ist ein kleines Vampir und er saugt halt und er zieht halt. Und vielleicht ziehst du auch ab und zu an irgendjemanden. Ja, wenn wir das wissen, dann werden wir ganz bewusst versuchen, keine seelischen und fleischlichen Bindungen einzugehen. Dann werden wir schauen, dass wir auf eine Geistebene kommen. Dann werden viele Reibereien und viele Frustrationen sich erledigt haben. Was bewegt Menschen dazu, eine falsche Bindung einzugehen? Es gibt viele verschiedene Motivationen, die Menschen veranlassen, Bindungen zu anderen Menschen einzugehen. Und eine fleischliche oder seelische Bindung kann man beschreiben als den Versuch, mit jemand auf einer falschen Ebene, auf einer verkehrten Ebene Umgang zu haben. Besitzergreifend oder durch Eigeninteresse oder durch das innere Bedürfnis, jemanden zu dominieren oder eigene Unsicherheit auszugleichen und zu kompensieren oder durch das Bedürfnis, von jemand anderem dominiert zu werden. Ich fühle mich nur gut, wenn ich dominiert und kontrolliert werde. Oder weil ich eine Position brauche, weil ich einen Platz brauche und der gibt mir den Platz. Der lobt mich immer und für das Lob sterbe ich. Für das Lob beim Chef gehe ich über Leichen. Aber was ist das Wichtigste, warum man so etwas eingeht? Weil man zu wenig göttliche Liebe genießt, weil man zu wenig persönliche Beziehung mit dem Herrn hat. Darum ist dieses innere Loch da, dieses innere Vakuum da. Und statt dass du mit diesem Bedürfnis, mit dieser Bedürftigkeit zum Herrn gehst, seine göttliche Liebe genießt, sein Angenommensein, seine Beziehung genießt, ist es schneller, zu Menschen zu gehen. Wenn du traurig bist, ist es schneller, die Freundin anzurufen, ist es schneller, Mama anzurufen, was auch immer, und dich da auszuweinen. Ja, du kannst mal alles erzählen. Und schon ist diese Bindung da. Ich möchte jetzt ein bisschen auf die Beziehung eingehen zwischen einem Leiter und Menschen in der Gemeinde und wie sich da Bindungen auswirken. In der Regel sind Menschen, die sich von einem Leiter in der Gemeinde abwenden, diejenigen,
die ihm einst am nächsten gewesen sind. Sehr interessant, die, die am meisten sein Herz kannten, am engsten mit ihm waren, am meisten in einer engen, vertrauten Beziehung gewesen sind, sind früher oder später die, die sich gegen den Leiter wenden. Das ist interessant, interessante Beobachtung. Und der Grund dafür ist, weil eine Bindung auf einer seelischen Ebene sich eingeschlichen hat. Immer die Erwartung oder das Aufbauen dieser Bindung ist reingekommen und dadurch sind zu viele Erwartungen reingekommen, zu viele Erwartungen nach mehr Freundschaft, nach mehr Verständnis, nach mehr auf dieser seelischen und sozialen Ebene. Und deswegen muss es früher oder später umkippen, zwangsweise. Es gibt einen Leiter, der mal gesagt hat, dass er ein großes Problem festgestellt hat in seinem Dienst. Er hat gesagt, all die Menschen, die ich vernachlässigt habe, all die Menschen, um die ich mich gar nicht näher gekümmert habe, die sind mir treu geblieben. Die sind mir, die haben auf das sehr geachtet, was ich ihnen gegeben habe, die haben am meisten empfangen können. Da ist Liebe da, da ist Wertschätzung da, da ist Einssein da. Aber diejenigen, mit denen ich so viel abgehangen bin, mit denen ich ein Kumpel gewesen bin, mit denen ich ganz viel privat geredet habe und mir Zeit genommen habe und unternommen habe, ausnahmslos haben sie gegen mich gewandt. Interessantes Phänomen. Aber wenn wir darüber nachdenken, verstehen wir, was der Grund ist. Bis es nicht dieses reine Einssein gibt im Leib, sind wir offen und verletzlich für seelische Verbindungen. Und die resultieren in Verwirrung, in Konflikte, in Nichtverstandensein, all das, was dazu gehört. Denn alles auf der seelischen Ebene und auf der fleischlichen Ebene kann von Dämonen attackiert werden. Alles auf dieser Ebene kann von Dämonen attackiert werden und, glaub mir, wird attackiert werden. Es ist in dem Bereich des Wahneinsseins im Geist mit Christus, dass wir jeden Segen gemeinsam empfangen. Eine Mitarbeiterin hat einmal einem Pastor Folgendes gesagt, das betrifft nicht mich, das betrifft jemand anderen, aber ich möchte es einfach mal beschreiben. Als ich es aufgegeben habe, eine besondere Nähe oder Freundschaft mit dir zu suchen oder zu beanspruchen und ich einfach zufrieden war, mit dir als Leiter im Geist eins zu sein, einfach die Arbeit zu machen, den Dienst zu machen, erlebt ich verblüffenderweise, dass ich dir im Geist extrem nahe war. Aber als ich um jeden Preis diese Nähe gesucht habe und beansprucht habe, öfter besucht zu werden, beansprucht habe, privat noch mehr zu erfahren und zu teilen, habe ich es nie bekommen. Kannst du das verstehen? Ich persönlich kann das sagen, es hat zwei Schwestern betroffen, die heute nicht da sind, aber beide haben eigentlich beansprucht, zu mir eine besonders nahe Beziehung zu haben. Ich rede nicht von im erotischen Bereich, ich rede nicht auf dieser Ebene. Einfach gute Freundschaft. Einfach teil dein Herz mit mir. Teil deine innersten Gedanken mit mir. Sei einfach ein super platonischer Freund zu mir. Und es hat nicht geklappt. Entweder ist es unbewusst nicht mehr zusammengekommen und ich war nicht wirklich gegen irgendwas oder für irgendwas. Das sind Dynamiken, wo du dir gar nichts vornehmen musst. Du nimmst dir gar nicht vor, auf Abstand zu bleiben. Du merkst nur, irgendwie geht es nicht zusammen. Und manchmal sind sogar diese Personen frustriert und bleiben weg, weil, mein Michael, warum können wir nicht beste Freunde sein? Warum, verstehst du mich? Und in einer anderen Beziehung war es so, dass es immer, wenn dieser Anspruch kam, einen Wirbel gegeben hat.
immer Streit, immer Ärger, immer, wenn, auch selbst wenn ich mich bemüht habe, auf das einzugehen, verstehst du, dann steigt man auf diese Seelendynamik ein und was kommt raus? Nichts als Verdrehtheit, nichts als Ärger, nichts als Streit und Wutausbrüche. Weiß irgendwer von vielleicht von euren Beziehungen mit Geschwistern, wo ihr euch um Menschen kümmert oder so weiter, oder von beiden, wenn man nicht aufpasst, kommt man in des Teufels Küche. Ganz, ganz schnell. Und ich möchte mal Folgendes sagen. Ich habe es mir in der Vergangenheit gar nicht vorgenommen, aber der Heilige Geist in mir hat dafür Sorge getragen, dass ich euch allen, zumindest meistens gesehen, grundsätzlich gesehen, eher in einer gewissen Weise mit Abstand begegnet bin. Das war, ich möchte mal nicht sagen, etwas, was ich mir vorgenommen habe, oder weil ich euch nicht mag, aber irgendwie hat der Heilige Geist darüber gewacht, dass unsere Beziehungen vom Privaten nicht zu eng werden. Und fast alle unsere Beziehungen waren am Anfang viel enger. Ich denke mal, wie wir uns kennengelernt haben, die Silvia und ich, wie oft waren wir privat zusammen und Kaffee trinken und was weiß ich was alles. Oder mit dem Hans, wie oft haben wir gefrühstückt zusammen. Das haben wir nicht vorgenommen, nicht mehr so oft zu frühstücken. Aber irgendwo hat der Herr das einfach von der Dynamik her übernommen, dass das alles nimmer so dominierend geworden ist. Und ich glaube rückblickend, dass der Herr uns alle da vor ein bisschen was bewahrt hat. Und wo wir nicht drauf geachtet haben, haben wir vielleicht auch einige Probleme erlangt. Auf beiden Seiten. Du willst einem Bruder, einer Schwester viel privat näher kommen. Und es ist nichts verkehrt, mal jemanden zu besuchen. Aber wenn dein exklusives, mit dem möchte ich mich immer treffen, mit den anderen Geschwistern nicht, wenn das draus wird, glaub mir, du wirst am Ende sogar den, mit dem du zusammen sein wirst, wieder verlieren. Das wird nicht funktionieren. Der Herr wird das nicht segnen. Der Herr will nicht, dass wir exklusive Seelenbeziehungen haben und immer mit den gleichen Leuten in Urlaub fahren und immer mit den gleichen Leuten in der Gemeinde Ausflüge machen. Der Herr möchte es nicht. Und du denkst, vielleicht du möchtest mit jemandem ein guter Kumpel sein, eine gute Freundin sein. Und vielleicht vermisst du es auch. Ich kenne das, wie das ist, wenn man geistlich sich entwickelt und nicht mehr so Freundschaften lebt wie früher. So richtig durch dick und dünn. Also verstehst du mich? Und du denkst auf einmal mal, ja, habe ich mich so verändert? Bin ich so komisch geworden? Bin ich übergeistlich geworden? Kann ich das überhaupt nur so eine Freundschaft wie früher? Oder so eine Busenfreundin? Oder verstehst du mich schon, wie man so nennt? So richtig Bussi, Schatzi, so richtig auf dieser Ebene. Und auf einmal geht es nicht mehr. Die Silvia, wie sie gewachsen ist in den letzten Jahren, daher hat jede beste Freundschaft mit Frauenfreundinnen von ihr wegbröckeln lassen, ohne dass sie es eigentlich wollte. Es war schwer für die Silvia, aber sie wäre niemals da, wo sie heute ist, wenn sie in diesen dominierenden, verwurstelnden Seelenbindungen, und da war viel Vampirismus, oder? Da ist hin und her gesaugt worden und hin und her, aber nicht unbedingt das Leben Christi ausgeteilt worden. Es war nett, es war schön, es hat irgendwie gut getan, es hat die Seele massiert, ja? Und jetzt prüfe mal dein eigenes Herz. Und vielleicht denkst du in deinem eigenen Herzen, tief drin möchtest du einen ganz besonderen Freund haben. Vielleicht in der Gemeinde. Oder du wünschst, dass jemand reinkommt in die Gemeinde, mit dem du ein ganz besonderer Freund sein kannst. Oder Freundin sein kannst. Und glaub mir, selbst wenn die Person käme, wirst du früher oder später die Person wieder als solchen Freund verlieren, weil das nicht gesund ist, weil das nicht funktioniert. Das Beste, was du tun kannst in einer Gemeinde, wo wir alle lernen, im Geist uns zu bewegen, ist es, dass du das vergisst. Dass du diesen Wunsch abschreibst, diesen Wunsch Jesus gibst und sagst, Jesus, ich möchte dein bester Freund sein. Ich möchte, dass du mein bester Freund bist. Ich möchte, dass du mein Buddy bist, mein Kumpel bist, meine Busenfreundin bist, dass du das alles für mich bist. Und
dass du total ihm nachjagst, eins mit ihm zu werden. Nimmer dem nachtrauerst, wie konntest du früher mit dem Motorradl, seid nach Südtirol, habt Motorradl durchgemacht und mit Kumpels habt das gemacht und ihr seid Kajaken gewesen und mit dem Zelt und was weiß nicht alles was. Das ist verrückt. Ich meine, das hast du auch schon erzählt, du warst mit Kumpeln fort, mit Leuten fort und es war nicht mehr dasselbe wie früher. Und manchmal fragt man sich, was ist mit mir los? Wäre ich alt? Wäre ich komisch? Und dir fallen auch die Leute, wie seelisch sie sind, auf, wo es da früher nicht aufgefallen sind. Und du denkst, was ist los mit mir? Ist irgendwas nicht richtig? Nein, im Gegenteil. Es ist völlig richtig, dass du nimmer auf der Ebene kannst, wo du früher mal warst. Aber das bedarf ein bisschen Offenbarung, dass wir kapieren, was mit uns passiert. Wir werden höher gehoben. Wir werden mehr in die Geistdynamik hineingewoben. Wir finden das im ersten Johannesbrief. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, das heißt, wir sind im Licht, wenn wir im Einssein des Geistes sind, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Nicht Kumpanei, sondern Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von allen Sünden. Weißt du, der Fluss des Geistes, die Wirksamkeit des Blutes Christi wird wirksam auf der Ebene des Einsseins. Und das Einswerden, das Einssein mit den Geschwistern bedarf, dass wir Abschied nehmen, und abtrauern der früheren Art, wie wir früher in Beziehung getreten sind. Wir müssen zum Abschied leise Servus sagen. Wir müssen zum Abschied zulassen, dass das einmal war, aber dass es kein Zurück gibt. Und dass der Herr uns höher heben will auf eine ganz andere Qualität von Gemeinschaft. Eine ganz andere Qualität, wie wir miteinander verbunden sind. Nimmer Kumpel, Kumpel, sondern eins im Geist mit den Heiligen. Und dann wirst du eins mit Gott, dann bist du eins miteinander, mit den anderen. Aber wenn du das Alte nicht loslassen willst, wenn du dieses soziale Kumpeltum nicht bereit bist, loszulassen, hinter dir zu lassen, um das Gute zu lassen, um in den Genuss des Besten zu kommen, wird es dich geistlich zerstören, wird es dich geistlich zerlegen. Du kannst nicht mehr beides. Du kannst nicht die niedere Ebene beibehalten, die du früher gelebt hast mit den Kumpels, und auf die höhere Ebene kommen, mit der du geistlich höher steigst. Der Herr will, dass wir uns aufeinander im Geist beziehen und nicht mehr im Fleisch. Und darum heißt es in 2. Korinther 5, 16, deshalb kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und weißt du, gerade in kleinen Gruppen ist die Versuchung so groß, auch wie bei uns, ist die Versuchung so groß zu sagen, ich habe ein Bedürfnis, ich brauche ein bisschen Aufmerksamkeit, ich brauche ein bisschen besondere Gemeinschaft. Aber pass auf, dass diese Gemeinschaft nicht auf einer seelisch-fleischlichen Ebene basiert. Denn es gibt Gelegenheiten, wo auf einer seelischen Ebene auf einmal, wie heißt es schön, Gelegenheit macht Liebe. Auf einmal schlagen die Hormone aus. Auf einmal verliebst du in irgendwen. Ich sage, das würde nicht passieren, wenn du auf einer geistlichen Ebene in Beziehung zu den Geschwistern. Verstehst du? Du verliebst dich nicht im Geist. In denen du dich im Geist verliebst, ist Jesus. Okay? Du verliebst dich in Christus im Geist. Aber sobald du aufeinander einfach so, du lachst da ein wenig, du feierst da ein bisschen, du Bussi, Bussi, hier umarmen, da und auf einmal bist du in der Schwester verliebt und du warst auch nicht, wie das geschieht. Auf einmal bin ich verliebt oder in einen Bruder verliebt oder sonst was. Auf einmal bist du quasi auf dieser seelischen Ebene in was eingerutscht, in was hineingeschlittert, was du dir gar nicht vorgenommen hast. Auf der seelischen Ebene. Und weißt du was, wir manchmal auch uns wünschen,
Wir wollen einander haben. Wir wollen einander besitzen. Und darf ich dir was sagen, was wunderbar ist? Du könntest auf der geistlichen Ebene wie Paulus sagen, euch gehört alles. Ihr besitzt alles. Das sagt Paulus buchstäblich in 1. Korinther 3, 21 bis 23. Wir Apostel, wir gehören euch, sagt Paulus. Ihr besitzt alles. Ihr besitzt Leben, ihr besitzt die Zukunft, ihr besitzt die Engel, ihr besitzt die Mächte, ihr besitzt alle geistlichen Segnungen, ihr besitzt uns. Okay? Auf der Ebene des Geistes gehört uns alles. Auf der Ebene des Geistes gehören uns die Geschwister und du gehörst den Geschwistern. Wir gehören einander und wir gehören Christus. Da gibt es kein, ich habe mit dir nichts zu tun. Nein, du besitzt mich und ich besitze dir. Aber es hat nicht dieses Klammern. Es hat dieses Besitzen auf der geistlichen Ebene ist völlig freigebend. Völlig freigebend. Es ist völlig frei. Da ist ein frischer Atem, eine frische Brise weht durch das hindurch. Auf der seelischen Ebene, nein, ich besitze dich, mein Schatz. Ja, da ist es. Du erhebst Anspruch auf den Prediger, du erhebst Anspruch auf den Bruder, auf die Schwester und nur mit denen redest du nach dem Gottesdienst und nur mit denen gibst dich ab. Die anderen interessieren dich gar nicht. Wenn du versuchst, mich auf einer seelischen Ebene zu besitzen, verlierst du mich. Aber wenn du auf einer geistlichen Ebene mit mir Umgang hast, gehöre ich dir. Gehört dir alles von mir. Und umgekehrt. Wenn du auf der falschen Ebene die Beziehung anstrebst, wird Gott dazwischen gehen. Dann verlierst du alles. Weißt du, das Einsehen, das du hast im Leib, ist gefährdet, wenn wir eine fleischlich-seelische Bindung suchen. Und das ist der Schlüssel. Es kann keinen inneren Kreis geben, keinen bevorzugten Kreis geben, wenn wir Leiter sind, wenn wir Hirten sind, wenn wir Älteste sind. Es kann keinen Favoritenkreis in der Gemeinde geben, mit dem wir uns abgeben und mit den anderen nicht. Es mag sein, dass du dich zu einem Leiter mehr hingezogen fühlst wie zu einem anderen Leiter in der Gemeinde. Das ist erst einmal nichts dagegen einzuwenden. Du genießt es, dich mit der Person zu unterhalten. Vielleicht teilst du die gleichen Interessen. Und du sagst dann, wenn jemand für mich betet, will ich, dass dieser Leiter für mich betet, weil mit dem verstehe ich mich so gut. Aber wenn du das in dir feststellst, dann lass es fallen. Lass dieses Verlangen fallen. Es sei denn, der Herr hat dir diese Person in eine Weidebeziehung angeordnet. Dann darfst du auch zu Gespräch oder Segen gehen, hat der Herr das bewusst so angeordnet. Aber wenn der Herr das nicht angeordnet hat, mach Gebrauch von allen Leitern. Geh mal zu dem und lass für dich beten, geh mal zu jenem und lass für dich beten und erlaube, dass der Herr durch verschiedene Kanäle Leben zu dir bringen darf. Und jetzt komme ich noch ein bisschen zum Thema seelische, besitzergreifende Beziehungen der Ehe oder in nahen Beziehungen. Weißt du, es ist so wichtig, dass im Leib Christi alle Beziehungen dem untergeordnet werden, dass wir zuerst das Einssein mit Gott suchen. Weißt du, selbst die Intimität in der Ehe muss hintangestellt werden, dass ich mit Gott eins bin. Meine Beziehung zu Gott, mein Einssein mit Gott muss über alles beschützt sein, weil sonst geht es auch in der Ehe früher später drunter und drüber. Dein Ehepartner darf nicht mehr beanspruchen als Gott, er darf nicht Gott sein in der Beziehung. Du hast ihm nichts zu geben, wenn du nicht von Gott empfängst. Was willst du denn ihm geben? Du musst sagen, Schatz, ich liebe dich, aber weil ich dich liebe, muss ich zuerst zum Herrn gehen. Muss ich zum Herrn gehen, um dich weiter lieben zu können. Mit einer totalen Hingabe an Gott können wir eine totale Hingabe aneinander leben. Aber das Erste ist die totale Hingabe an Gott. Und auf keiner anderen Basis können wir einander wirklich lieben, einander wirklich empfangen und uns geben. Und dieses Problem der falschen Bindung entsteht auch zwischen Ehemann und Ehefrau.
Und das kann sogar passieren, wenn zum Beispiel der Ehemann ein Apostel ist, ein Prophet ist oder ein Pastor ist, ein Leiter ist, ein Hirte ist und die Ehefrau ihren Mann noch nie im Geist gesehen hat, noch nie im Geist wahrgenommen hat. Sie kennt ihn gar nicht im Geist, aber sie beansprucht, er ist mein Ehemann und das will ich, was er ist und das will ich, was er tut. Und sie fühlt sich letztlich durch die ganze Situation so bedroht, so unsicher, dass sie sich sagt, wenn er sich zu viel in der Gemeinde anderen Personen dienend abgibt, dem zeige ich's. Er wird mit keinem mehr in der Gemeinde sich abgeben. Merkst du, was da für eine Unsicherheit reinspielt, was für ein Vergleichen reinspielt, was für ein sich Leid sehen? Für die Seelsorgetypen hast du Zeit, aber für mich hast du kein Herz. Für die Leute, die da in Not sind, hast du Zeit, die hast vielleicht nach Hause gefahren, aber was ist mit mir? Und du merkst, dass hier der Besitzanspruch erhoben wird von der Frau auf ihren Ehemann oder umgekehrt. Hier wird ein Besitzanspruch, nein, du bist mein Mann und ich habe dich verdient und die anderen nicht und du gehörst mir. Und hier wird ein Besitzanspruch eingefordert und geltend gemacht. Und was passiert? So gut wie immer, sie verliert den Mann. Vielleicht nicht in der Scheidung, aber innerlich verliert sie den Mann. Umso mehr du Besitzanspruch erhebst, umso mehr du Exklusivität einforderst und sagst, er gehört mir und du musst, umso mehr, selbst wenn er ihr noch versucht zu entsprechen, innerlich ist die Distanz da. Ja, das spielt natürlich auch rein. Alles auf der seelischen Ebene. Und dann sagt sie vielleicht noch, ich komme gar nicht mehr an meinen Mann ran. Und sie hat recht. Sie hat recht. Sie kommt nicht mehr ran an ihn, weil sie sich verweigert hat, der Beziehung aufgeschlossen zu sein, dass er zu allen anderen einen offenen Umgang haben kann. Würde sie ihren Mann freigeben für den offenen Umgang mit allen, würde sie ihren Mann neu und ganz gewinnen. Auch für sich. Diese Hingabe basiert auf der Ebene des Geistes und der Hingabe zum Herrn. Und diese Hingabe, ich gebe mich an Gott hin, ich schätze es, dass mein Mann sich an Gott hingibt. Und indem ich diese Haltung einnehme, entstehen auch ganz neue Spielräume in der Ehebeziehung untereinander. Das Freigeben, das Loslassen, das Nicht-mehr-Klammern, schenkt die Partner einander neu. Aber wenn man nicht auf der geistlichen Ebene lernen, miteinander Umgang zu haben, dann werden wir ein ungleiches Joch eingehen durch seelische Beziehungen. Das Leben von Jesus Christus fließt zu uns, wenn wir im Licht wandeln, so wie er im Licht ist. Dann fließt die Gemeinschaft. Dann fließt der Dienst, dann fließt die Auferbauung. Es alles fließt zu uns hin. Das Leben von Jesus Christus fließt durch den ganzen Leib, weil es das Einssein gibt im Leib, das ungehinderte Einssein. Und weißt du, das ist das Großartigste, was es in diesem Leben, auf dieser Welt gibt. Es ist, dass Menschen eins sind im Geist, einem offenen, vertrauenden Herzen. Es ist etwas, was nicht von dieser Welt ist. Aber wenn wir diese Hingabe nicht aufbringen, wenn wir diese Einheit nicht eintreten, in dem Moment, wo diese Hingabe an das Einssein zu allen nicht mehr da ist, dann werden wir versuchen, unser Dasein aufrecht zu erhalten, indem wir zu jemand anderem hingehen und eine Bindung auf seelischer Ebene eingehen. Und dann nährst du dich nicht mehr von Christus, im Bruder und in der Schwester, sondern du nährst dich vom Seelenleben des anderen, von den psychischen Kräften, von der
Stärke, von den Verstandesfähigkeiten und Interessen einer anderen Person. Und wenn du das tust, wirst du zum Vampir. Aber wir sind keine Blutlebensauger. Wir sind Glieder des Leibes Christi. Wir ziehen nicht einander das Leben raus. Wir zerstören einander nicht und lutschen einander aus. Wir bauen einander auf im Glauben. Und eine rechte Beziehung des wirklichen Einsseins wird die Grundlage und die Basis dafür. Weißt du, dass eine Mutter ein Vampir für ihre Kinder sein werden kann? Dass eine Mutter das Leben aussaugen kann von ihren Kindern? Weißt du, wann eine Mutter das macht? Wenn sie von den Kindern ihre Daseinsberechtigkeit zieht. Mein Sinn im Leben ist es, Mutter zu sein. Vorsicht, große Gefahr. Du willst das nicht. Aber du saugst und ziehst von den Kindern deine Lebenskraft, deine Lebensenergie raus. Und es tut den Kindern nicht gut, es tut dir nicht gut. Du ziehst deine emotionale Stabilität aus den Kindern. Du ziehst deinen Stand im Leben von den Kindern. Und die Kinder werden nervös. Die Kinder werden unruhig. Ein Vater, der sowas macht mit seinen Kindern, sagt, du musst es zu mehr im Leben bringen als ich. Der fordert das von seinen Kindern oder von seinen Söhnen. Du musst es zu mehr in der Welt bringen als ich, weil sonst geht es mir schlecht. Sonst bin ich ein Versager, wenn du nicht zumindest das schaffst, was ich auch geschafft habe. Und glaub mir, die Kinder werden ausgelutscht. Und statt dass eine Mutter dem Kind zu Leben zuführt, zieht die Mutter, pass mal einfach ein bisschen besser auf, wir werden es besser noch verstehen, statt dem Kind Leben zuzuführen, nimmt die Mutter oder nimmt der Vater von dem Kind Leben raus. Und Freunde tun das. Freunde tun das auch ganz gerne, wenn sie krank sind. Manche gehen ins Krankenhaus, nicht alle, aber es gibt Leute, die gehen ins Krankenhaus und du kommst zum Krankenbesuch zu ihnen und du gehst völlig ausgelutscht wieder weg. Am liebsten möchtest du dir auch ins Krankenbett einlegen. Ja? Woher kommt es? Sie haben den Anspruch, jetzt wo sie krank sind, können es von dir so richtig saugen, so richtig ziehen. Aber es ist nicht Geist, was sie ziehen. Es ist Seelenenergie. Aber wir sollten ins Krankenhaus gehen und Christus da reichen und Leben da reichen. Das ist es, was der Kranke wirklich braucht zu seiner Genesung. Ich möchte es nochmal sagen, es gibt für uns als Leiter keinen inneren Kreis in der Gemeinde. Es gibt keinen Kreis von Favoriten oder von Leuten, für die wir offen sind und für die anderen nicht. Und es darf es auch nicht geben. Darauf müssen wir absolut Wert legen und einander bewahren davor, auch in der Leiterschaft selber. Wenn wir nicht da aufpassen, wenn die Christine nicht aufpasst, wie oft haben wir uns früher gesehen, wo wir noch zu zweit in der Leiterschaft waren, auf einmal ist das nicht mehr. Heißt es, dass ich Christine nicht mehr so mag wie früher? Wenn wir nicht aufpassen, kommt auf der Seelenebene schnell so ein Gedanke. Ja, früher, da habe Michael nur was bedeutet. Aber heute, was ist denn heute? Heute hat er halt, man muss ja verstehen, ist seine Frau. Heute ist halt die Julia da. Heute, verstehst du, schon ist man in solchen Gedanken drin. Ich sage nicht, dass sowas da ist, dann haben wir uns alle bewahren. Aber die Gedanken sind schnell da. Die Gedanken sind schnell da vom Feind. Wem ist er näher? Ist er mir nur nahe? Früher war er mir so, jetzt ist er mir so. Aber das Leben ist, dass wir uns ständig verändern. Und wir sind ständig mal näher und mal weiter weg. Und wenn wir aber das groß werden lassen in der Leiterschaft, wenn wir einander vergleichen auf seelischer Ebene, ich sag's dir, uns zerlegt's. Und früher oder später zerlegt's die Gemeinde. Wir müssen absolut auf der Hut sein, dass wir in der Leiterschaft einen geistlichen Umgang miteinander haben. So gern wir uns mögen, so gut wir uns verstehen, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Klüngelei kommen, in eine Kumpelsache, sondern wir müssen aufpassen, dass wir auf einer sauberen geistlichen Ebene bleiben und nicht in die Seele abrutschen. Und wir müssen uns alle in der Leiterschaft verweigern, weil in dem Moment, wo wir uns dafür öffnen, für eine seelische Bedürftigkeit, ein seelisches Hier und sonst was,
dann geht es drunter und drüber. Fühlt man sich vernachlässigt, fühlt man sich übergangen, fühlt man sich, der eine fühlt sich bevorzugt, der andere und so weiter und so fort. Wir müssen das bewusst loslassen. Wir müssen allein den Gedanken, wenn er uns anfliegen will, loslassen. Nein, der Herr uns gesetzt für den geistlichen Umgang, in der Leiterschaft, aber auch mit allen Geschwistern in der Gemeinde. Aber wenn wir uns auf der Ebene des Geistes bewegen, wenn wir einander in geistlicher Weise Umgang haben, gibt es das Problem nicht. Fühlt man sich nicht vernachlässigt, fühlt man sich nicht zurückgesetzt. Denken wir daran, dass wir alle einen Platz haben im Leib Christi. Wie jedes Glied einen Platz hat am körperlichen Körper, am körperlichen Leib, wo es seinen Platz hat und seine Funktion hat, 1. Korinther 12, 18 bis 25, da heißt es, da sehen wir, dass der Daumen nahe beim Handgelenk sich befindet. Okay? Unser Daumen, aus gutem Grund, ist nahe dem Handgelenk. Unser Daumen verirrt sich nicht neben die große Zehe. Oder bei dir ist schon mal vorkommen, sein Daumen sich zur großen Zehe hin verirrt hat? Bei mir nicht. Mein Daumen ist relativ weit fort von meiner großen Zehe. Und weißt du was? Meinem großen Zeh geht es gut damit, dass der Daumen nicht so nah ist. Es wäre furchtbar, wenn der Daumen da unten angewachsen wäre. Das wäre furchtbar. Ja, ich habe ein bisschen mehr nach Nähe Bedürfnis gehabt, hat der Daumen gesagt. Na, das wäre zu viel Nähe. Zu viel Nähe tut nicht gut. Ja? Es geht nicht um die Nähe in der Position, die zählt. Es ist das Einssein im Leib, worauf es ankommt. Mein Körper, mein Daumen ist in meinem Leib eins und meine große Zehe ist im Lebensfluss meines Körpers, meines Leibes. Und beiden geht's gut. Nicht, weil sie nah sind und nicht, weil sie eine besondere Nähe einfordern, sondern weil sie im gleichen Lebensfluss meines Leibes stehen. Und ob du manchen Geschwistern nicht so nahe bist oder denkst, du müsstest näher sein oder mein Gott, warum sind wir uns nicht nahe? Das ist nicht der Punkt. Das Entscheidende ist, bist du Gott nahe? Und wenn du Gott nahe bist, bist du auf der geistlichen Ebene, wo du im gleichen Fluss mit allen Geschwistern dich bewegst. Das ist die entscheidende Frage. Und ich sag's dir, wenn wir im gleichen Fluss sind, gibt es kein sich leid sehen, gibt es keine Eifersucht, das gibt es alles nicht. Weil der Daumen ist eifersüchtig auf den großen Zehen und umgekehrt auch nicht. Sondern der Daumen ist zufrieden, dass er im Lebensfluss vom Körper ist und mein großer Zeh ist auch zufrieden damit. Und bei dir, ich weiß es, ist es genauso. Wir müssen den anderen nicht meiden, wir müssen den anderen nicht heimzahlen. All das braucht man nicht, wenn wir Glieder an seinem Leib sind. Und jetzt schauen wir uns diesen Text noch an, weil der wirklich schön ist, in 1. Korinther 12, Vers 18. 12, 18, 1. Korinther 12, 18. Und danach. Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er es wollte. Und wenn alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Doch jetzt gibt es zwar viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Ebenso wenig das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern um vieles mehr sind die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, notwendig. Und die Glieder des Leibes, die wir für weniger ehrbar halten, diese kleiden wir mit reichlicherer Ehre. Und unsere unschicklicheren Glieder erhalten reichlichere Wohlanständigkeit. Unsere wohlanständigen Glieder aber brauchen das nicht. Gott aber hat den Leib so miteinander vermengt, dass er dem Glied, das Mangel leidet, reichlichere Ehre gibt, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Fürsorge füreinander hätten. Und ob ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit ihm. Oder ob ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit ihm. Ihr nun seid der Leib Christi und einzeln gesehen Glieder. Amen. Und wir merken, dass diese Beziehung des Einsseins in einem Fluss des Leibes, es ist das einzig Reine, es ist das einzig Dauerhafte.
Wenn du dich da aufhältst, wo das lebendige Wort fließt, dann liebst du das Einssein, was du dort finden kannst. Und wir achten darauf, dass wir keine Bindung eingehen, die fleischlich ist, die seelisch ist, sondern dass wir ein Einssein haben, das Gott hervorbringen will. Und wir schauen nochmal Gemeinschaft an. 1. Johannes 1,7. Und sie hatten Gemeinschaft miteinander und das Blut reinigt sie von aller Sünde. Wir müssen die Tiefe dieser Aussage nochmal auf uns wirken lassen. Denn jedes Mal, wenn wir nicht das bekommen voneinander, was wir bekommen sollten, dann liegt es, dass wir eine Bindung eingegangen sind auf einer falschen Ebene. Wenn wir in der rechten Ebene miteinander verbunden sind, in einem Geist, bekommen wir frei zugeteilt, was jeder braucht, im Geist. Deshalb, wenn du zu wenig aus der Gemeinschaft mit den Geschwistern bekommst, frag dich, ob du nicht ungewollt seelisch-fleischliche Bindungen, Ansprüche, Erwartungen etabliert hast, Tentakel, die zwischen den Geschwistern und dir sich befinden, und die verhindern, dass du die Fülle bekommst, die Christus durch den Leib zuteilt. Mein großer Daumen wird mit genug Blutkreislauf versorgt in meinem Körper, in meinem Leib. Mein großer Zeh wird mit genug Blutkreislauf versorgt. Er teilt am gleichen Fluss. Und wenn du in der rechten Weise in der Gemeinde auf einer geistlichen Ebene dich bewegst, glaub mir, die gleiche Fülle des Geistes fließt durch dich wie durch die anderen Geschwister und wie durch mich. Wenn ich mit dir verbunden bin im Einssein des Geistes und nicht auf einer seelisch-fleischlichen Ebene, dann kann ich von dir Kraft ziehen, wie ich es mir nicht vorstellen kann und wie du es nicht vorstellen kannst. Und dadurch wirst du nicht schwächer, dadurch wirst du nicht ärmer. Im Gegenteil, du wirst stärker, weil ich von dir empfange. Und du darfst auch empfangen von mir. Und so wird das Leben Christi ausgeteilt und am Ende sind wir alle gestärkt. Dann werde ich der Kanal für dich, durch den der Herr fließt. Dann wirst du der Kanal für mich, durch den der Herr fließt. So will der Herr Beziehungen haben. So bekommt er die ganze Ehre. Wir lernen, voneinander zu empfangen im Geist und einander zu geben im Einssein des Geistes. Aber wir wissen auch, dass wenn wir den Anspruch erheben, wir müssten mehr Kumpel werden, wir müssten mehr sozialen Umgang haben, mehr von all dem noch vertiefen, dann werden wir das Reich Gottes nicht fördern, sondern mehr verhindern. Warum? Weil eine Bindung auf einer fleischlichen, seelischen Ebene die Tür öffnet für einen dämonischen Angriff. Der Teufel kann uns angreifen, weil er sich auf der seelischen Ebene bewegt. Er will uns auf dieser seelischen Ebene halten, auf der fleischlichen Ebene halten, wo wir Christus nicht direkt begegnen können. Aber wenn wir uns auf der rechten Ebene im Geist behalten und bewahren, dann werden wir dem lebendigen Gott auf dieser Ebene begegnen können und wir werden einander in Christus begegnen können und wir werden alle miteinander gestärkt, alle miteinander erquickt, alle mit seiner Fülle versorgt. Aber der Teufel versucht uns runterzuziehen auf die fleischlich-seelische Ebene von Meinungen, von Erwartungen, von Vergleichen, von, versteht schon, Bedauern. Oh, warum nur? Warum kann ich nicht so sein wie der und diese Gabe haben und diesen Dienst und all diese Dinge? Der Teufel will uns runterziehen von dieser Ebene, wo wir alle durch den Fluss Christi versorgt werden. Weil die seelische Ebene der einzige Bereich ist, wo er wirken kann. Fast alle Probleme, wenn wir mal ehrlich sind, fast alle Probleme, die wir mit Geschwistern haben, lassen sich auf das zurückführen und reduzieren und lassen sich lösen,
wenn wir es lernen, dem Herrn nahe zu kommen, auf die geistliche Ebene zu kommen, einander mit geistlichen Augen zu sehen, ohne Erwartungen, ohne diesen Dingen, und zu merken, wir sind so verbunden, wir sind so eins. Das sind Königreichsbeziehungen, das Wort erreicht unser Herz, der Geist erreicht uns, wir sind eins. Wir sind eins in der Anbetung, wir sind eins, dem Herrn zu dienen, wir sind eins im Fruchtbringen. All das hängt davon ab, dass wir richtige Beziehungen haben mit dem Herrn und miteinander. Und das Wort, was wir heute gehört haben, ist so wichtig und so fundamental für uns, weil das, was der Herr in uns wirken möchte, was er uns schenken möchte, die Verheißungen, die er uns gegeben hat, die Erfüllung dieser Verheißungen hängt davon ab, dass wir eine richtige Beziehung eintreten und uns dort halten mit dem Herrn und miteinander. Ihm zuerst und dann in Freiheit, im Geist, im Einssein, miteinander. Wir empfangen Leben und es fließt hin und her. Amen. Amen. Vielleicht machen wir es so, dass wir kurz zu zweit uns zusammensetzen und kurz noch beten als Reaktion auf das Wort. Anschließend werden wir in Lobpreis weitermachen. Können wir speichern?